viele Fissuren sehen nämlich tatsächlich anders aus, wenn man sie dann im Mikroskop anschaut und auch mal durch die Seite so einen Schnitt macht. Und da gibt es dann zum Beispiel so das zweite Bild, gerade Fissuren, die sehr gerade nach unten gehen. Und da sieht man schon, ob da jetzt so jedes Material und jede Zahnbürste, ob die da hineinkommt, ist wirklich fraglich. Dann haben wir als drittes Bild die V-förmigen Fissuren. Die V-förmigen Fissuren, da denkt man schon wieder, ach, da kann man schon viel besser reinigen, aber unten geht es doch sehr spitz zu und das erreicht die Zahnbürste dann doch auch nicht mehr. Und im vierten Bild auf der rechten Seite, da seht ihr die ampullenförmigen Fissuren, die sehr häufig einfach vorkommen. Und man kann sich das wie so eine Flasche vorstellen. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr putzt dann oben nur an der Flaschenöffnung, aber alles, was in der Flasche ist, unten drunter, das erreicht die Zahnbürste niemals, die Zahnpasta nicht und so weiter und so fort. Genau. Daher ist das auch die Problematik, die ich bei Fissurenversiegelungen häufig sehe. Ja? Ich zeige euch das jetzt mal an der ampullenförmigen Fissur. Wenn ihr euch vorstellt, wir tun da oben jetzt einen Versiegler drauf, da in dem hellblau so dargestellt, ja, dann dringt der auch nicht ganz bis in die Tiefe ein. Also wir versiegeln nur etwas. Jetzt kann die Zahnbürste da oben drüber wunderbar drüber gleiten, aber unten, unterm Versiegler, da haben wir noch einen Hohlraum, ja. Und die Frage ist, was ist in diesem Hohlraum überhaupt geschehen? In dieser Zeit, während ein Zahn durchbricht. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Denn die Bakterien wandern in diese Fissuren hinein. Und zwar in der Zeit, wo der Zahn schon durchbricht und wir noch gar nicht die Fissuren reinigen können, wandern die Bakterien schon hinein. Das heißt, wir haben auch unten in diesem ampullenförmigen Öffnung, haben wir schon Bakterien. Jetzt versiegeln wir das einfach oben drüber. Ja? Was kann dann passieren? Das ist unser kritischer Bereich. Unten, was ich jetzt in Rot da schraffiert ist, das ist der Bereich, den wissen, oder mit dem wissen wir nicht, was da passiert, wenn der Versiegler drauf ist. Wir gehen davon aus und haben das probiert zu erforschen und sagen grundsätzlich eher so, wenn der Versiegler drauf ist, dann kann da unten nichts mehr passieren. Aber wenn da unten schon was ist, ja, dann kann das auch weiterarbeiten, weil der Zahn wird ja von unten ernährt. Ja?